Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter in meiner Meisterschaft. Wir haben nicht mehr so viele Rennen. Wir gucken mal kurz auf den Zwischenstand nach 8 von 10 Events. Ja, ich bin leider nur auf Platz 7, 55 Punkte, ist natürlich nicht besonders gut. Es geht weiter mit Spa. So, das Wetter weiter mittel, 75%, das lassen wir alles so mäßig klar. Wunderbar, wir können weitermachen. Alles soweit richtig eingeschaltet. Gucken wir nochmal schnell durch. Jawohl. Okay. Ja, die Formel 1 beginnt wieder an diesem Wochenende. Das wird spannend. Das Qualifying ist gerade zu Ende gegangen, was ich gesehen habe. Und ja, leider beginnt das neue Formel 1 ja so, wie das alte geendet hat. Hamilton ist vorne im Silberpfeil, danach kommt Valtteri Bottas und Vettel ist, glaube ich, nur auf Platz 3, was ich ebenso mitbekommen habe. Ich hoffe mal, dass diese Dominanz von Mercedes nicht ganz so stark überanhält oder gleich im ersten Rennen so stark ist, sondern dass hier wirklich Red Bull und Ferrari ein bisschen mitmischen können. Nicht, dass die Saison gleich langweilig startet. Ich hoffe auch, Max Verstappen wird gutes Rennen fahren, weil ich so ein kleiner Fan von Red Bull bin. Aber auch Danny Ricciardo sehe ich hier irgendwo vorne. Und dann drücke ich natürlich ganz feste die Daumen für Hülkenberg im Renault. Mal sehen, was der so reißen kann. Ich hoffe, dass er was reißen kann. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Australien, das heißt, morgen früh wird es irgendwann übertragen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, so früh schon wirklich aufzustehen, aber warten wir mal ab. So, jetzt konzentrieren wir uns mal kurz hier drauf. Wir machen wieder die üblichen Einstellungen, die ich so bei jedem Kurs erstmal mache. Hier müssen wir mal gucken, ob die Reifentemperatur nicht ein Problem sein wird. Deswegen gehe ich gleich mal hinten auf ein bisschen höher. Den Luftdruck, Stoßdämpfer lassen wir so, Elektronik lassen wir auch erstmal so, wobei ich das ABS mal eins runterstelle. So, wir können anfangen. So, was auch neu ist, ich habe mir eine Webcam mal zugelegt und werde jetzt den ersten Videostream aufnehmen, wo man mich dabei sieht. Mal sehen, wie das so funktioniert. So, die Einstellungen waren eigentlich gar nicht so kompliziert. Wichtig ist letztendlich nur, dass der grüne Hintergrund gut ausgeleuchtet wird. Aber dazu kann ich ja mal später ein Video machen, was ich da alles für Einstellungen vorgenommen habe. So, jetzt gilt es erstmal, sich hier ein bisschen in den Kurs einzufinden, zu schauen, wie der Porsche so auf der Straße liegt. So, was jetzt auch neu ist, weil ich die Webcam mal eingeblendet habe, habe ich mal auf den kleinen Werbebanner der Rookie-Liga verzichtet. Aber nichtsdestotrotz werde ich darüber natürlich erzählen. Die Rookie-Liga gibt es seit Februar 2018 und der Name sagt es ja schon, richtet sich an alle Anfänger, die anfangen wollen, Online-Rennen zu fahren. Da ist ja der Einstieg manchmal gar nicht so einfach zu finden, weil man irgendwie sich nicht traut, mit den Großen mitzufahren. Oftmals ist es auch berechtigt, weil es macht sicherlich keinen Spaß, ständig nur hinterher zu fahren. Wobei die Platzierung, glaube ich, gar nicht das Problem ist, sondern die Art, wie man Letzter wird. Weil wenn man 3 oder 4 Sekunden Rückstand hat, ist das natürlich nicht sehr motivierend. Und wenn man dann ständig überrundet wird, macht das natürlich auch keinen Spaß und man hat natürlich dann auch immer so das Gefühl, man steht im Weg. Deswegen gibt es diese Rookie-Liga, um einfach hier allen Fahrern, die gerade Bock haben,
da einzusteigen, diese Rookie-Liga. Wir kommunizieren über eine Facebook-Gruppe und natürlich auch über die Homepage und tauschen dort alle wichtigen Informationen aus. Wichtige Informationen sind, wann fahren wir online, der Rennkalender, die Strecken, die Fahrzeuge und so weiter. Ich habe auf meinem Kanal einige Videos schon gemacht, die wunderbar erklären, was die Rookie-Liga ist. Und gleichzeitig gibt es auch Livestreams von den Rennen. Die Rennen finden immer Mittwoch statt. Und 19.45 Uhr geht es los, dann geht auch der Livestream los. Viertelstunde Training, 20 Minuten Qualifying und hoppala, das war natürlich jetzt sehr ungeschickt. Also, ja, ich war stehen geblieben beim Qualifying. 20 Minuten Qualifying. Und dann gibt es ein Rennen, was ungefähr 40 Minuten dauern wird. Die 40 Minuten sind natürlich auf die Runden auf dem jeweiligen Rennort umgerechnet. Aber das ist ungefähr so der Zeitplan. Das heißt, jeder kann genau kalkulieren, wie lange ein Rennabend für ihn dauert. Wir kommunizieren über eine PS4-Party. Wer das nicht möchte, weil er sagt, ich möchte mich auf mein Rennen konzentrieren, kann das natürlich tun, ist überhaupt gar keine Pflicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn man dich mal kennenlernen würde und wir so grob wissen, was wir, mit wem wir es da zu tun haben. Und auf der anderen Seite, wir sind eine nette Truppe und können natürlich auch über andere Themen uns unterhalten, außer nur Benzin auf der Strecke. So, die Befürchtung, die ich mit meinen Reifen hatte, die ist leider eingetreten. Die Hinterreifen wären natürlich komplett heiß. Das heißt, hier müssen wir uns was einfallen lassen. Entweder fahre ich gleich auf den härteren Reifenmischung, um das zu vermeiden, oder ich werde nochmal den Luftdruck hier ein bisschen hochsetzen. Aber hier merkt man schon bei den Vollgaspassagen, das wird nichts. Das Auto rutscht extrem. Ja, wenn du Lust hast, ich schreibe natürlich hier auch nochmal in die Kommentare alles rein bezüglich der Kontaktmöglichkeiten via Facebook und Homepage. Oder ihr addet mich auf der PS4 unter Bocek69. Und dann könnt ihr gerne auch mal an einem Training teilnehmen, weil wenn ihr sagt, ich habe gar keine Lust auf einen regelmäßigen Rennbetrieb gleich, weil ich weiß ja gar nicht, auf was ich mich da einlasse, habe ich die Zeit dazu und. Kein Problem, wir trainieren immer montags um 7:45, also 19.45 Uhr. Und ja, Training dauert ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nach Lust und Laune. Hier geht es wirklich darum, sich auszutauschen. Was hast du für ein Setup? Hast du ein paar Tipps? Manchmal ist es ja auch so, dass es viel wichtiger ist, dass man die Strecke gut fährt und nicht ein gutes Setup nur hat. Und ja, hier einfach mal reinschnuppern, Hallo sagen, mitfahren und sich dann selbst einen Eindruck verschaffen, wie gut es eigentlich bei uns ist. Unser Rennbetrieb läuft insgesamt 10 Läufe, das heißt jede Woche ist ein Rennen, immer mittwochs. Und wir haben jetzt aber, das ist auch bei uns so ein bisschen die Besonderheit, damit es nicht langweilig wird, fahren wir die erste Saison mit 2 Fahrzeugen. Wir sind gestartet mit einem Porsche GT4 Club Sport und schwenken jetzt ab dem Lauf am Mittwoch um auf den Audi TT Cup. Warum machen wir das? Weil wir einfach Bock drauf haben, weil es nämlich interessant ist, komplett unterschiedliche Fahrzeuge in einer Liga zu bewegen. Man muss sich nämlich komplett neu einstellen und was der Porsche mit dem Hinterrad macht, ist halt beim Audi jetzt einfach Fronttrieb und Frontmotor, das heißt ein ganz anderes Fahrverhalten.
Und da muss man sich wieder komplett neu einstellen und komplett umgewöhnen. Und das macht die Liga so spannend. Wer kommt damit am besten zurecht? Gegebenenfalls gibt es Fahrer, die auf einmal auf dem Audi die Nase vorne haben und die auf dem Porsche souverän ihre Runden gedreht sind. Also von daher, wir sind gespannt, was uns erwartet. Der nächste Lauf findet in der Eifel statt, Nürburgring Sprint-Variante. So, das Training ist auch gleich zu Ende. Position 6, ja, für den Anfang ganz gut. Jetzt werde ich aber nochmal den Reifenluftdruck hinten ein bisschen erhöhen. Meine, die Reifen kühlen sich zwar ab, aber wie man merkt, sie haben nicht den optimalen Grip. Wobei die Trainingszeiten von der KI auch immer nicht so ernst zu nehmen sind. Da gibt es immer drei, die machen Fabelzeiten. Für diese Schwierigkeitsstufe muss man ja immer sagen. Das ändert sich dann nochmal im Qualifier und im Rennen auf einmal ist der Abstand deutlich größer, was die Rundenzeiten der KI betrifft. Vielleicht kann das ja Kunos nochmal mit einem Update irgendwie so ein bisschen bereinigen. Wobei dramatisch ist das auch alles nicht. So, ich werde, ja. Da sieht man ja schon, dass da die KI im Training richtig gute Zeiten fährt, was sie aber im Qualifying dann nicht hinbekommt. Wir gucken nochmal schnell ins Setup. Ich werde die Aerodynamik erhöhen nochmal für die schnellen Kurven. So. Geht noch mal eins höher und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ansonsten lasse ich die Einstellung so. Ja, dann fahren wir raus. Aber wenn ihr jetzt gleich in der Einführungsrunde sehen, wie sich das Auto verhalten wird, was die Reifen machen werden. Bisschen zu spät eingelenkt. Aber hier nehme ich mir mal vor, im fünften Gang zu bleiben, um einfach, zwar am Anfang bin ich im Drehzahlbegrenzer drinne, aber wenn es in die Bergauf-Passage geht, dass ich da einfach ein bisschen mehr Dampf habe, um auf der langen Gerade einfach mehr Speed rausnehmen zu können. Ob das dann immer alles so klappen wird, da schauen wir einfach mal. Hier muss ich auch ein bisschen sauberer fahren, den Scheitelpunkt früher anpeilen oder besser treffen. Die Kurve ist hier auch sehr spannend, wie die nach innen zumacht. Ja, ich wünsche mir, dass ich hier auch wieder unter die ersten fünf auf jeden Fall mal komme. Die letzten Rennen konnte ich ja sehr positiv mit einem ersten Platz jeweils abschließen. Meine Formkurve zeigt deutlich nach oben. Warum ich die ersten Rennen wirklich so schlecht unterwegs war, keine Ahnung. Okay. Wir gehen auf die anderen Reifen. Das macht so keinen Sinn. Die werden mir wahrscheinlich im Rennen ständig anfangen zu glühen. Dann können wir hier aber den Reifenluftdruck entsprechend senken, damit die Temperatur stimmt. Jetzt haben wir natürlich den ganzen Verkehr vor uns. Das müssen wir jetzt ein bisschen takten. Das Problem hatte ich auch schon mal im Mugello, dass mir einfach die Reifen zu heiß geworden sind. Das wird hier in der Eau Rouge natürlich jetzt spannend mit diesem Reifenpaar. Mal sehen, wie ich da den Grip finden werde.
Mann, das läuft ja richtig gut. Gucken wir mal schnell. Da ist keiner, alles klar. Okay. Ich habe jetzt einfach mal die Reifen ausgeschaltet, damit ich da nicht immer hingucke. Muss ich einen Tick früher bremsen? Ja, wird interessant. Ich habe so meine Probleme gerade. Dachte, das könnte ich alles etwas lockerer angehen. So, jetzt zählt's. Deswegen auch hier lieber noch mal ein bisschen vorsichtiger angefangen, damit ich die Kurve gut kriege. Hier früh raus beschleunigen kann und jetzt auf meine schnelle Runde gehe. Und schon den ersten Bremspunkt verpasst. Die Zeit, die da natürlich gerade angezeigt wird, ist natürlich falsch. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Ich konnte die Pace mitnehmen. Jetzt auf die lange Gerade. Vollgaspassage. Ich habe bewusst etwas früher gebremst, um hier sauber reinzufahren. Ganze Streckenbreite ausgenutzt. Minuten Quali-Zeit ist natürlich auch nicht besonders viel auf der Strecke. Oh, da habe ich Glück gehabt, dass die Runde nicht abgezogen wurde. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich die Strafen ausgestellt habe, weil Strafen bei der KI wird es so gut wie keine geben. Das ist halt ein bisschen ungünstig gemacht. So, wir gucken mal, was da für eine Zeit gleich rauskommt. Zehnter ist natürlich jetzt nicht so dolle. Wir fahren die Runde schnell noch. Muss auch darauf aufpassen, dass ich noch einmal kurz vor dem Start in die Box gehe, um die richtige Spritmenge einzustellen. Ja. Das war leider nicht so optimal. Das sieht man auch gleich, dass der Vorsprung schmilzt.
Okay, alles klar, das wird nix. Gut, wir können in die Box gehen und den Durchgang abhaken. Ich schätze mal, ich brauche mindestens 3 Liter Sprit. Nehmen wir mal 35 mit für 10 Runden. Und hier gehen wir mal auf 17. Und auch hier wurden die Reifen so ein bisschen wärmer. Okay, dann warten wir das Qualifying nochmal ab. Gucken wir uns mal an, wie die anderen so unterwegs waren. Ja, deutlich besser. Ich hoffe mal, dass ich da am Rennen irgendwie rankommen kann. Ansonsten wird das hier eher ein Desaster. Na gut. Muss ich halt doch auf jedes Rennen explizit richtig vorbereiten. Das war wohl etwas zu locker mit allem. Im Rahmen der letzten 3 Siege dachte ich, jetzt läuft's, aber gut. So, Position 12, das wird natürlich jetzt ein harter Kampf. Gerade so erste Kurve, dass da nicht zu großen Rempeleien kommt. Na komm, spring um. Dieses Wochenende findet auch, glaube ich, auf der Nordschleife Nürburgring die VLN wieder statt. Die starten auch in ihre erste Saison. Ich glaube, Westfalen-Rundfahrt oder so. ADAC-Westfalen-Rundfahrt nennt sich das. Auch sehr interessant. Schade, dass das nicht im Fernsehen übertragen wird. Aber auf dem YouTube-Kanal von Nürburgring gibt es ein paar Aufnahmen, die gestern so die ersten Trainingsfahrten gezeigt haben. Da habe ich schon mal reingeguckt, ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einer professionellen Übertragung im Fernsehen, aber man kriegt schon mal was mit. Und ja, das sind schöne Autos. Also mich privat würde das auch auf jeden Fall mal interessieren, dort vor Ort zu sein, um sich sowas mal live anzugucken. Natürlich muss es ein bisschen wärmer sein als jetzt hier im März. Wir haben zwar Frühlingsanfang, aber irgendwie hatten wir bis vor wenigen Tagen hier noch Schnee liegen. Wird Zeit, dass der Mal verschwindet und der Frühling rauskommt. So, an was hängt es? Das traue ich mich jetzt nicht, dass hier. So. Na komm. Na also, es geht doch. Okay, das Rennen kann beginnen. Jo. Wir haben alles soweit. Okay, dann toi toi toi, dass es nicht zum Crash gleich kommt. Der Start war schon mal nicht so besonders gut. Versuchen wir über die Innen. Das hat auch schon mal gut geklappt. Lass ich mal ein bisschen Abstand. Yep, das war auch richtig so. Und jetzt kann ich hier raus beschleunigen. Sehr gut. Na, nicht bremsen, Kinder. Jetzt bleibe ich hier mal auf der Innenseite. Jetzt ging er mir gerade hinten ein bisschen weg. Ja, aber es war doch eine gute Phase auf den 5. Platz vorgefahren. Jetzt in den Rhythmus reinkommen, Renntempo aufnehmen.
Und dann hoffen, dass ich einen nach dem anderen mir tatsächlich schnappen kann. Law and Beauty. Der könnte als nächster dran sein. Ist aber erstmal wichtig, hier konstant zu fahren. Nicht so hohes Risiko einzugehen. Einfach versuchen, eine saubere Linie zu fahren. So, das hat doch schon mal super geklappt eben. Nach der ersten Runde auf Platz 4 vorgefahren. Wow. Perfekt. Ja, soll er mal fahren, seine schnellste Runde. Ich habe noch 8 Runden Zeit, 8,5 Runden Zeit, mir die ersten drei zu schnappen. Vor allem muss ich auf jeden Fall konstant fahren und nicht zu hohes Risiko eingehen. Nicht zu hohes Risiko einzugehen. Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Jetzt werde ich hier auch mal auf die Innenseite gehen. Also ich finde, die KI ist zwar nicht die allerbeste, das scheint es wohl bessere zu geben, aber so macht das richtig Laune. Also nicht, weil ich nur alles überhole gerade, sondern weil die auch sehr gut mitspielt und das auf eine Aggressionsstufe von über 70%. Also das macht echt Laune. Bin ich hier vom Gas gegangen, das war natürlich Schwachsinn. Gott sei Dank konnte ich das Auto noch abfangen. Natürlich, Entschuldigung für dieses harte Wort. Das ist, man will einfach zu viel. Ja, und denkt sich, jetzt oder nie. Dabei habe ich ja noch wirklich viele Runden Zeit, mir das so passend hinzulegen, dass ich nicht das Risiko so hoch eingehen muss. Es macht ja gar keinen Sinn abzufliegen. Verliere ich ja eher wieder alle meine Plätze. Und ich habe hier nach hinten raus eigentlich einen ganz guten Vorsprung. Wir gucken uns mal die Zeiten an. Ah ja. Jetzt nicht sehr komfortabel, aber. Und ich fahre sogar die schnellste Rennrunde. Ja, wow, Sau. Wow. Nicht Sau. So, machen wir das mal wieder weg. Konzentrieren wir uns mal hier auf mich wieder. Hier bin ich sehr gut jetzt durchgekommen. Das merkt man hier auch gleich, hatte eigentlich deutlich mehr Fahrt. Und jetzt kann ich hier wieder auf die Jungs aufschließen.
So, jetzt klappt das doch mal viel besser. Beim Porsche muss man echt aufpassen, dass man die Curbs meidet, gerade auf der Innenseite. Das Auto prallt eher von den Curbs ab. Das ging gerade so noch mit den Curbs, aber gerade an der Nordschleife geht das überhaupt nicht. Der Porsche fliegt mehr von der Strecke dann. Die Curbs sind einfach zu hoch und der Porsche ist da extrem sensibel. So, ihr merkt schon, ich fahre extrem defensiv und versuche lieber eine saubere Linie zu fahren, anstatt mit brachialer Gewalt unbedingt auf die Zweite aufschließen zu wollen. Ja, deutlicher Unterschied zu meiner schnellsten Runde eben. Okay, er ist Kampflinie gefahren, kein Problem. Aber ich glaube, in der En Rouge, da habe ich eine gute Chance, dann auf der Geraden zu überholen, vielleicht auch noch den Windschatten auszunutzen. Da komme ich auf jeden Fall immer ran. Hier habe ich noch nicht die richtige Linie für mich gefunden. Da verliere ich deutlich an Zeit, auch wenn ich natürlich jetzt gut in der Zeit unterwegs bin, aber ist noch nicht sauber gefahren. Hier probiere ich mal das nächste Mal im sechsten Gang zu bleiben mit Vollgas. So, die vierte Runde ist rum. Ja, eine ganz gute Zeit gefahren. Probiere ich jetzt auch mal die enge Linie aus. Ja, Zeit geht in den grünen Bereich. Sehr gut. Jetzt hier mal konzentriert durchfahren. So, Junge, jetzt machen wir nicht wieder die Linie zu. Okay, du gehst wieder nach links, dann bleibe ich rechts. Jetzt müsste ich eigentlich vorbeikommen. Sehr gut gekontert. Ich habe da halt auch die Tür offen gelassen, um ja keinen Crash hier zu riskieren. Ich krieg dich schon noch. Irgendwann wirst du einen Fehler machen vor mir.
Das war jetzt mal gut angefahren. Das war besser, aber noch nicht perfekt. So, jetzt gucken wir mal, was wir machen. Ziehe ich zurück? Fahre ich mit Gewalt vorbei? Ich glaube, ich fahre nicht mit Gewalt vorbei. Habe hier einfach einen Überschuss an Geschwindigkeit. Hoffentlich sieht er mich. Er ist innen. Ja. Okay. Das Heck stand bei ihm ein bisschen quer. Er wird nervös. Warten wir mal ab. Ich habe zwar natürlich jetzt viel Zeit dadurch verloren, aber ist alles kein Problem. Ich bin ja dran. Durch unsere Zweikämpfe verliere ich auch nicht zu so viel Zeit auf den Erstplatzierten. Zu spät eingelenkt. Deutlich zu spät eingelenkt. Jetzt werde ich zwar rankommen wieder, aber keine Möglichkeit haben zum Überholen. So, sechste Runde befinden wir uns. Sprit scheint gut zu funktionieren. Das Zwischengas geben von mir ist natürlich Blödsinn. Aber ich kann es mir irgendwie nicht immer abgewöhnen. Dieses Gaspumpen bringt eigentlich gar nichts. Sorgt nur für Unruhe im Auto. Aber man hat immer das Gefühl, ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und dann wird man eigentlich nicht schneller, sondern langsamer. Viel besser ist es, sich eigentlich gut in die Kurve reinzubremsen, aber naja, so viel zur Theorie und was man dann in der Praxis so macht. Jetzt zum Beispiel, das war ganz okay. So, Jungs, ich bin wieder da. Der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten ist auch, hat sich verringert. Ich glaube, meine Reifenwahl war die richtige. Ich habe zwar jetzt gar nicht mehr auf die Temperatur geguckt, was jetzt auch nicht so wichtig ist, aber vom Gripverhalten und so weiter passt das alles. So, okay, du hast mich jetzt wieder angerempelt. Okay, du warst auf der Innenseite. Dann probieren wir mal jetzt an dir vorbeizugehen. Du bist neben mir, ja, ich sehe dich. Jawohl. War zwar Harakiri, ich wollte kein Risiko eingehen, aber irgendwie ist es halt dann doch immer anders. Ich hätte, glaube ich, eben auch komplett abfliegen können. Fast nicht mit dem Gas gepumpt. Und schon kommt man besser durch die Kurve. Hier zu spät eingelenkt. Das treibt mich extrem nach außen, aber es passt alles noch. Aber ich habe richtig gemerkt, wie das Auto untersteuert hat.
So, Jordan Hernandez. Adonis. So. Okay, du machst schön zu. Schauen wir mal, wie du jetzt die nächste Kurve hier anfährst. Super. Das war nicht so beabsichtigt. Ja, genau. Kannst mich anrempeln. Das habe ich mir auch verdient. Das war wirklich richtig schlecht eben gefahren. So ein tolles Manöver, die Kurve zuvor und dann richtig stümperhaft verbremst. Mensch, 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 Mensch. Deswegen fahre ich auch noch in der Rookie-Liga. Aber genau da fehlt einfach die Routine, um das professionell Runde für Runde abspulen zu können. Zwischen Weltklasse und Kreisklasse ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Das war jetzt eher Richtung Weltklasse. Ich weiß, ihr fahrt immer alle auf die linke Spur, deswegen werde ich jetzt hier auf der rechten Spur mal mich daneben setzen. Naja, fahr du mal innen vorbei wieder. Nicht abfliegen, so, okay. Alles klar, jetzt muss ich mich aber noch mal konzentrieren. Ja, nämlich hinter mir, der lauert. So, wir sind gleich in der 9. Runde. Sprit reicht auf jeden Fall. Das sind so 3 Liter. Meine Berechnung hat ganz gut gepasst. Jawohl, das war schon mal gut wieder genommen. Und schon bin ich da. Jetzt hier noch den Windschatten ausnutzen. Und jetzt einfach mal vorbeikommen. Jetzt ein bisschen mit der Brechstange. Ja, die zwei sind noch schön in Lauerstellung, nicht unterschätzen.
Aber sie müssen ja auch erstmal vorbeikommen, also von daher. Die Kurve habe ich eben richtig gut genommen, gleich schnell die Zeit nach oben. Das müsste auch die schnellste Runde jetzt gewesen sein im Rennen. Jawohl. Ja, jetzt komme ich ja an die Zeiten vom Qualifying und vom Training der KI ran. Hat halt nur ein Momentchen gedauert, bis ich mich hier an die Strecke und an mein Setup gewöhnt habe. Ja, Sprit hat genau gepasst, alles gut, wobei der Porsche ja auch mehr Sprit sehr gut verträgt. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich fahre jetzt lieber auf Nummer sicher. Mir geht es hier gar nicht darum, nochmal eine schnellste Runde zu fahren. Dieser Gewichtsnachteil, der macht sich hier kaum bemerkbar. Ganz im Gegenteil, hat man mal 10 Liter mehr an Sprit dabei, braucht man nicht die Angst zu haben, man hat keine Chance mehr. Der Porsche liegt dann fast etwas ruhiger, weil einfach mehr Gewicht auf der Achse liegt. Wir können uns gleich noch mal die Reifen angucken. Dass die natürlich vorne kalt sind, ist klar. Mir geht es aber auch mehr um die Hinterreifen und um den Abnutzungsgrad. Das passt alles, Temperatur passt. Ich kann ganz entspannt machen. Das war jetzt ein Tick zu entspannt. Nichts mehr provozieren. Yes, sehr schön. Position 1. Das hätte ich nach dem Training und nach dem Qualifying jetzt aber nicht mehr gedacht. Super, dann gucken wir uns gerade noch mal schnell an, wie das Endergebnis ausgegangen ist. Perfekt. Yes. So macht das Laune. War ein tolles Rennen gegen die KI zu fahren. Hatte auch ein bisschen Glück natürlich, dass ich nicht zwei, dreimal abgeflogen bin, als ich einfach unsauber gefahren bin. Aber cool. So macht das echt Laune. Jetzt kann eigentlich der nächste Bildschirm eingeblendet werden. Ja, die Meisterschaft ist fast zu Ende. Wir haben nur noch ein Rennen. Muss gleich mal gucken, wo das stattfindet. Am Anfang, die ersten Rennen, da hat überhaupt nichts funktioniert. Da kam ich überhaupt nicht in den Rennrhythmus rein. Ja, ich kam mit dem Auto irgendwie nicht zurecht. Aber jetzt die letzten vier Rennen, viermal erste Plätze, super. So, die schnellste Runde deutlich gefahren, fast eine Sekunde Vorsprung. Perfekt, gut. Dann können wir die Session verlassen. Ich bin sicher. Dann gucken wir mal, wie sich das verändert. Ich bin jetzt auf Platz 5 mit 80 Punkten. Ja, jetzt haben wir nur noch Holland, Zandvoort, da freue ich mich drauf. Eine mega coole Strecke, macht richtig Laune zu fahren. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. An der Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.